Gut. Ja. Guck mal. Also, wir hoffen, dass dann irgendwann auch der Rauchmelder angehen wird und dann werden wir einen Notruf abrufen. Jetzt stellen Sie das ein bisschen besser hin, dass es ein bisschen besser ist. Ich habe gefunden. Ja, das soll ja ein bisschen schneller gehen. Ja, das ist unsere Treppfreie Ausfahrt. Okay. Gut, dann kann ich aber zur Überbrückung mal kurz was sagen. Wir befinden uns hier in Neu-St. Jürgen. Wer ist denn eigentlich für das vorher zuständig? Das ist nicht so, wer gerade Zeit und Bock hat, sondern, oh, du weißt das, wollen wir fragen. Guck mal, jetzt kannst du schon sehen. Siehst du das? Schön beobachten. Wenn das Feuer aufgemacht soll, aufgemacht werden soll. Okay, und welche Ortswehr, weißt du das, wer hier in Neu-St. Jürgen die Hausherr ist? Okay? Hast du eine Idee? Ich sag's dir, es ist Neu-St. Jürgen. Ja. Es gibt eine sogenannte AAO, Alarm- und Ausrückeordnung, die also beschreibt bei einem gewissen Einsatzstichwort, wie dann die Alarmierung vorzunehmen ist. Und heute haben wir den tollen Fall, dass wir also Wohnungsbrand als Stichwort haben, also Mittelbrand, F02 ist eine Code, wird dann ausgelöst werden, dafür die Leitstelle, es werden alarmiert, Hofswede, Neu-St. Jürgen, Leben steht und Schlussdorf. Und wie es im echten Leben so ist, die Feuerwehr Worpswede kann leider nicht teilnehmen, die sind auf noch Fortbildung. Und die Feuerwehr Neu-St. Jürgen hat zwar drei Leute vor Ort, aber keiner hat einen LKW-Führerschein. Dürfen nicht ausrücken. Das heißt, wir werden also maximal gleich noch zwei Feuerwehren haben. Das ist auch ein echtes Szenario, was uns durchaus immer wieder begleitet. Ja, das geht gleich ganz schnell. Ja, also die ganze Zeit fängt an zu rudern. Hast du den Rauchmelder auch noch drin? Bin hier bleiben. Sehr schön. Roman, konntest du schon deine Temperaturentwicklung feststellen? 180 Grad, sagt er. Wer? Okay. Ja, das Gas ist meistens aber auch getroffen. Gut, und das mit dieser Annahme- und Ausrückeordnung ist natürlich sehr sinnvoll. Ansonsten würde keiner genau wissen, wer ist wofür verantwortlich und man hätte entweder zu viele oder zu wenige Kräfte vor Ort. Sind nicht genügend Kräfte vorhanden, wird nachalarmiert oder es wird dann in eine Vollalarmierung übergegangen. Ja, dementsprechend auch Kameraden aus Osterode oder Bahnhof nachzuholen. Sehr geduldiger Rauchmelder zu sein. Sind. Es wird jetzt nicht, dass nach drei Minuten hier alle Kameraden wild motiviert durch die Gegend laufen, weil so ist es im echten Leben nicht. Das muss man immer wissen. Und die werden dann einen Löschangriff vornehmen unter Atemschutz. Das heißt also richtig mit Flasche und Maske, damit dann dementsprechend auch ihr Feuer überhaupt gelöscht werden darf. Ich weiß ja nicht, wenn Sie so Filme gucken, dann sieht man ja immer die Helden da reinrennen, Feuerwehr steht da und der Held, der rennt in das Feuer. Wenn Sie das im echten Leben machen, dann kommen Sie vielleicht bis zum Tisch und kippen dann links rum Richtung Sofa und bleiben da liegen. Das war's. Ja. Wenn gerade solche Wohnungs- und Gebäudebrände sind hochtoxisch, ja, Sie haben keine Chance, glauben Sie nicht das, was in dem Fernsehen gezeigt wird. Ja.
Kinder, geht mal ein Stück nach hinten, bitte. Bitte nach hinten, Kinder. Ich hole die Kinder nach hinten, Tom. Den Notruf absetzen. Ich warte noch ungefähr, weil man muss ja erstmal realisieren, oh, was ist passiert? Was ist jetzt das Richtige? Sie verlassen den Raum, bringen sich selber Sicherheit, schließen die Tür hinter sich, damit keine weitere Ausbreitung erfolgt und setzen jetzt einen Notruf ab. Philipp, was ist mit dem Notruf? Guck mal, komm her. Schön aufpassen. Du musst hier bleiben. Das ist sehr gut. Dorfstraße, haben Sie eine Hausnummer? Nein, da gibt es 15. Dorfstraße 15, Ennenhäuser Jürgen, was kennt denn dort? Eine Wohnung, ein Wohnzimmer. Ein Wohnungsbrand. Sind Personen noch im Gebäude? Gibt es Verletzte? Nein, soweit ich weiß nicht. Okay, sagen Sie Ihren Namen nochmal eben. Berneking. Die Feuerwehr ist jetzt auf Weg. Ihnen werden Sie als Ansprechpartner vor Ort. Ja, vielen Dank. Erstmal einen Applaus für Willi. Hallo. Wo ist die Adresse denn? Habe ich ihn nachgefragt. Genau. Also, wenn Sie sich melden und Notruf absetzen, ist immer ganz klar, was ist passiert. Das ist das Erste. Wo ist es passiert? Gibt es Verletzte? Und wenn ja, wie viele? Das ist schon ein Unterschied, wenn Sie sagen, oh, weiß ich auch nicht, können ganz viele sein. Und dann denkt der Disponent, oh Mensch, ich schicke mal alles aus, was ich in einem Kreis habe. Wie viele, welche Art der Verletzung, wer meldet und dann warten auf Rückfahrt. Ja. So, der Disponent braucht natürlich auch eine Zeit, um die sogenannten Meldeempfänger und Sirenen auszulösen. Normalerweise sollte jetzt gleich der Meldeempfänger gehen, den wir hier haben. Also wer da meint, noch reinzugehen, keine Chance. Geht gar nicht. Genau. Jetzt ganz, ganz schnell. Was jetzt jedenfalls auch sehr zum Tragen kommt, zumindest nach der Alarmierung, ist das unterschiedliche Zeitgefühl. Derjenige, der meldet, denkt, oh, dauert das ewig. Diejenigen, die da hinfahren, denken, Mensch, ich habe überhaupt keine Zeit, um da hinzukommen, weil wir müssen bedenken, die Alarmierung kann nachts stattfinden, tagsüber, wie auch immer. Sie haben eine Reaktionszeit, bis sie im Feuerwehrhaus sind. Es dauert, naja, ich sag mal, 3 Minuten, ehrlich gesagt, brauchen Sie, um da zu sein. Ja? Und gerade nachts, wenn Sie aufstehen müssen, das ist schwierig. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. So, da müssen Sie sich anziehen, Fahrzeug besetzen, da müssen Sie warten, bis das Fahrzeug voll ist und dann fahren Sie los. Und da geht Zeit ins Land. Die Hilfsfrist hier 30 bis 12 Minuten. Das heißt, nach 12 Minuten sollen die Rettungskräfte vor Ort sein. Ja, das ist noch viel mehr. Ja, in so einem kleinen Feuer, ne? Ja, guck mal, wie schnell das geht. Aber das wird ja noch viel heißer. Ja. Wir haben jetzt also mittlerweile 670 Grad. Das sieht schon wunderbar aus. Jetzt wird gleich. Und alle schlafartig. Also wenn es zu warm wird, dass wir zurückgehen, sind ja, geht natürlich vor. Das geht ganz schnell.
Ja, aber da sind wir, ne? Also, ich glaube, wir brauchen ja nicht mehr. Sauber, sauber. Das kann doch nicht sein. Ja. Also, ihr könnt sehen, wie schnell das Ganze geht. Sie sehen auch die Wärmeentwicklung. So, man hört jetzt schon die Bären auf dem Weg. Also, falls jemand nachher noch einen Tisch haben möchte, dann wäre das ganz gut, glaube ich. Anstellen und vermutlich eine Wasserversorgung aufbauen. So, der Mann mit der gelben Weste, das ist der Einsatzleiter. So, wie man auch sehen kann, die Kameraden sind schon mit den Atemschutzmasken ausgestattet. Das ist der sogenannte Angriffstrupp. Jetzt ist der Einsatzleiter dabei zu erkunden. Das heißt, er muss sich ja auch erstmal vor Ort ein Bild machen über die Lage. Und das ist häufig auch ein Grund, wenn Sie ganze Einheiten am Fahrzeug stehen sehen und einer rennt rum. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie hektisch Befehle rauszugeben. Aber er hat sich jetzt ein Bild gemacht und wird jetzt zur Befehlsgebung übergehen. Ganz hinten sieht man beim Schlupflauferfahrzeug die Tragkraftspritze, die ist ausgefahren jetzt. Zur Wasserentnahme erstmal aus dem Tank. Jetzt hat er befohlen, hier den sogenannten Verteiler zu setzen. Mit dem werden dann gleich die Rohre vorgenommen. Wassermarsch ist schon gegeben. So, und das Fahrzeug verfügt über 700 Liter Tank, das hat 800 Liter Tank. Und diese Tanks dienen überwiegend dazu, dass sie dann kurzfristig in der Lage sind, ein Feuer erstmal zu bekämpfen. Danach wird immer eine permanente Wasserversorgung aufgebaut, das sieht man da hinten am Unterflurhydranten. Und zwar von dem Unterflurhydrant dann zum Fahrzeug. Der Mann mit der roten Weste, das ist der Fahrzeugführer aus Bebenstedt oder auch Gruppenführer. Und Leiter ist aber in diesem Einsatz der Mann mit der gelben Weste. So, der Angriffstrupp ist soweit schon ausgerüstet. Was wichtig ist, er darf erst dann vorrücken, wenn ein sogenannter Sicherungstrupp zur Verfügung steht. Und das sind die beiden Kameraden, die sich jetzt anmelden, um auch nochmal die sogenannte Atemschutzüberwachung sauber in Gang zu setzen. Das heißt, sie müssen Namen angeben, ihre Drücke, die sie in den Flaschen haben, angeben. So, jetzt wird das Erstrohr vorgenommen. So, Befehl Wassermarsch ist gegeben. Und jetzt wird normalerweise mit Sprühstrahl gelöscht. Wenn Sie jetzt in den Raum über die Tür, so war es geplant, reingegangen wären, hätten Sie das mit Sprühstößen gemacht, um eine bessere Löschwirkung auch zu bekommen und das nicht weiter anzufachen. Die Tür ist aber mittlerweile weg, wie man sieht. Also es ist wahnsinnig schnell abgebrannt. So. Ja, okay. So, jetzt versucht er von oben nach unten das alles soweit erstmal auch abzulöschen. Ja.
So, wie man sieht, hallo? Wie man jetzt auch die externe Wasserversorgung aus dem Unterflurhydranten ins Fahrzeug rein. So, das heißt, die Kameraden des Angriffstrupps sind jetzt in der Lage, das in Ruhe auszumachen. Und was man hier jetzt gesehen hat, ich sagte ja, die Hilfeleistungsfristen sind ca. 12 Minuten. Wir waren jetzt etwas früher da, weil ansonsten wäre der ganze Container abgefackelt. Ja, seien Sie sich dessen bitte bewusst, im Normalfall wäre er später gekommen. Ja, das muss man einfach wissen. Dann sehen Sie auch, wie schnell das dauert und wie lange teilweise. So, der Einsatzleiter hat jetzt auch noch den zweiten Trupp in Einsatz gebracht zur Ablöschung des Containers, auch unter Atemschutz. Das ist hier zwingend erforderlich, weil eben auch hier die Rauchgase überall dementsprechend verteilt sind. Der Rasen sieht jetzt ein bisschen mitgenommen aus. Also man kann schön sehen, dass die Träger oben immer noch am Ende sind. Ja. So, und der Einsatzleiter muss sich hier auch immer überzeugen, welche Gefahren habe ich denn an der Einsatzstelle. Das heißt, wenn dieser Container jetzt beispielsweise irgendwo nicht da an der Scheune gestanden hätte, könnte es sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er als erstes entschieden hätte, eine Mittelstellung aufzubauen. Das heißt, die Scheune wird gelöscht, die zwar nicht brennt, aber die eben dann benetzt wird. Es ist also nicht, dass die Feuerwehrkameraden da irgendwie wissen, was sie tun, sondern das hat alles seinen gewissen Sinn, um dort die Temperatur runterzukriegen und würde dann erst die Brandbekämpfung des Containers vornehmen. Wird auch geprüft, ob Kraftstofflager drin sind in der Scheune? Ja, normalerweise ein Einsatzleiter hat so eine Gefahrenmatrix, die er abarbeitet. Ja, da gibt es unterschiedliche Punkte, auf die er achten muss. Das ist nicht nur die Ausbreitung, was ich eben beschrieben habe, sondern auch das Thema, welche Stoffe da drin sind. Klar, atomare Stoffe, das klingt immer dramatisch, kann aber unter Umständen bei der Medizintechnik mal ein Thema werden. Ja, dann wird er mit Angstreaktionen konfrontiert werden können. Das ist durchaus mal möglich. Und zwar von betroffenen Passanten, die dann eventuell unkoordiniert durch die Gegend laufen oder versuchen ins Feuer zu laufen oder sonstige Dinge machen. Thema Einsturz ist ein ganz großes Thema. Man muss immer gucken, wie dann eventuell das Gebäude zusammenstürzen könnte. Wenn er die Dachkonstruktion von vornherein einschätzen können, weiß er also, weil so ein schwacher Dach zum Beispiel, das fällt zusammen wie so ein Kartenhaus, wenn da erstmal die Punkte weg sind. So, er wird auch gucken müssen, habe ich irgendwelche explosive Stoffe drin, ja, Treibstoff kann durchaus sein. Elektrizität ist ein Riesenthema. Und sind wir nicht dazu gekommen, nochmal zu diesem Thema Alarmierung. Polizei ist natürlich auch immer vor Ort und Rettungsdienst. Polizei auch deswegen, um festzustellen, ob es eventuell eine Straftat, ob eine Straftat vorliegt. Moin! Ja.
Ich kriege sehr viele Informationen auch von vielen Kinderorganisationen, die bei der VGH sitzen, so Selbstmäulchen aufgeben, die werden dann mit den Räumen angebracht. Da werden Kinder zu Hause und zwar in der Unterwelt, gehen dann also in Schränke rein, unter das Bett. Kann man unter Umständen dann nicht finden. Ja, und da gibt es, oder schauen Sie es im Internet an, Stichwort Kinderfinder, das kann helfen. 50 Bar für den Hinweg verbraucht haben, muss ich 100 Bar Reserve für den Rückweg haben. Ja, es gibt also bei der Frage auch immer ganz klar die Maxime Eigenschutz vor Fremdschutz. Also wir werden keine 5 Mann einschicken, um einen zu retten, wir werden aber 6 Tote. Das wird auch keiner machen. Einfach davor stellen, da.